Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Magic Viva. Ich habe mitbekommen, dass ich meine ganze Begrüßung hier immer so sehr verhasple, weil ich die so häufig und immer so schnell erzähle. Ich habe mir gedacht, ich rede mal ein bisschen langsamer, wie wäre es damit? Und es muss ja auch irgendwie passen, so zu diesem tollen Anzug, weil es ja ein besonderer Anlass. Denn ich habe hier die Nerf Dart Zone Savage Spin. Also ein ordentliches Blaster-Paket hier, netterweise zugeschickt bekommen von Foam Focus. Also Link dazu nochmal in der Videobeschreibung. Also kostet ungefähr 40 Euro und bietet auch ein ganz schön ordentliches Paket hier zusammen an. Also das soll schon irgendwie das ganze Gegnerteam erledigen können, habe ich das Gefühl. Also ihr kennt vielleicht noch aus der Nerf-Reihe, aus der Nerf-Zombie-Strike-Reihe, die Dominator oder die Flip Fury. Das war so der kleine Bruder. Das war praktisch ein ganz normaler Blaster, aber mit zwei Trommeln. Und die konnte man mittendrin so wechseln und dann weiterfeuern. Die fand ich immer total bescheuert. Doppelt so viel Munition, ja, aber sieht bescheuert aus. Und die Dominator hatte noch mehr Trommeln. So, ich glaube, sechs Stück, sechs Sechser-Trommeln. Fehlt nur noch eine Sechs und dann ist es der Blaster des Teufels. Naja, und hier haben wir noch was Ähnliches. Drei Trommeln, also der halbe Teufel hier, aber dafür ist der Blaster vollautomatisch, soweit ich mitbekommen habe. Was also wirklich interessant sein wird, denn die ganzen Nerf-Blaster, die waren so, du musst es immer noch selbst laden. Ist ja langweilig. Wenn schon, denn schon. Bin ja schon erstmal froh, dass die Trommeln hier so in einer Einheit schon geliefert sind. Die brauche ich nicht nochmal zusammenbauen. Glück gehabt. Aber auf der Rückseite finde ich schon schön dieses Muster. Also ist natürlich auch für die Funktion wichtig und nicht jetzt einfach nur für schön aussehen, aber hat schon so ein bisschen hypnotische Qualitäten. Ich könnte jetzt ja wieder den Witz machen mit von wegen abonnieren, liken, aber den habe ich auch schon fünfmal gebracht, ne? Der Kanal existiert einfach schon so lange, dass ich inzwischen gar keine neuen Witze mehr finden kann. Ich warte einfach nur darauf, dass die Witze von euch vergessen wurden und ich die nochmal benutzen kann. Weil so viel Platz ist in meinem Hirn auch nicht für Neues. Ich kann mir da auch nur Zeug merken, dass ich da vor Ewigkeiten schon mal in Videos gebracht hatte. Und was da eben auch zugehört ist, dass man den Blaster zusammenbaut. Ach, der Horror. Also das mit der richtigen Richtung hier unten reindrücken irgendwie. Nehme ich mal ganz stark an. So, und das hält. Also sogar noch ein bisschen angenehmer als bei den vorherigen mit zum Beispiel der Superdrum Magnum 2. Da gab es auch welche zum Zusammenbauen oder die Villainator. Und das hier war erstmal der angenehmere vom Zusammenbauen. Kriegt man auch wieder auseinandergebaut. Hier vorne gibt es nämlich nochmal so einen Schiebeschalter. Zurückziehen. Und dann, Moment. Oh, ist das Rausziehen jetzt doch schwerer oder was? Ah, geht trotzdem noch. Habe ich die Batterien runtergeworfen. Wir brauchen nämlich 6 AA-Batterien, um den Blaster betreiben zu können. Was übrigens auch 2 mehr Batterien sind, als so üblicherweise üblich. Bei dem Spektrum-Blaster vom letzten Mal, also von der Dartzone-Reihe, da war das auch so mit den 6 AA-Batterien. Und ich habe noch einen anderen Blaster stehen, der braucht auch 6 AA-Batterien. Scheint also gerade zum neuen Standard geworden zu sein. Und deswegen steht auch drauf 25 Meter. Und die Spektrum beim letzten Mal hat mehr als 25 Meter geschafft. Scheint also auch ein bisschen was zu helfen. Mitgeliefert haben wir 45 Pfeile. Passt auch ganz gut, weil hier passen insgesamt 45 Pfeile rein. Also hier Trommel ganze 15 von den Darts. Das ist halt echt schon extrem. Also eine 15-Pfeile-Trommel, die hätte ich schon gerne in sowas drin wie eine Disruptor. Wäre das ein bisschen größer noch mit Schulterstütze, das wäre doch ein ordentlicher Hauptblaster. Naja, und das soll auch so einen ordentlichen Hauptblaster darstellen. Ich nehme an, wenn man so Munition aufhebt und dann so kann man ein bisschen rumorganisieren, habe ich mal so eine Waffelköpfe zum schönen Genauschießen oder brauche ich Reichweite oder habe ich da irgendwie noch was anderes mit bei? Oder man kann zumindest einteilen, wie viel Munition man noch übrig hat. Also statt ja eine große Trommel drin zu haben, weiß ich zumindest, oh, wenn ich durch das hier und das hier durch bin, habe ich noch eine Trommel übrig, um mich wieder zurückzukämpfen in die eigenen Linien und dann ordentlich nachzuladen. Sowas halt. Und hier unten haben wir auch einen Griff, nicht nur den Blaster besser festzuhalten, sondern auch, dass man hier einmal nach hinten zieht, nach vorne, und dann hat man die Trommeln gewechselt. Also ja, nicht wirklich kompliziert. Das Einzige, was mich hier vielleicht ein kleines bisschen stört, ist ja, dass ja trotz dieser Form hier, dass es trotzdem schon ordentlich einen Platz wegnimmt, dass man hier nicht wirklich rumgreifen kann und dass es deswegen vielleicht ein bisschen schwerer zu halten ist. Also statt hier vorne einen ordentlichen Griff zu haben, muss man hier unten anfassen und das ist halt so nah am anderen Griff mit dran. Das bringt nicht so wirklich viel, besonders wenn hier irgendwie ein großer Teil des Gewichts drinsteckt. Was ich dafür aber ganz cool finde, ist zum Beispiel hier diese Schulterstütze. Es gibt ja jetzt einige aus der Dartzone-Reihe, die man noch an- und abbauen kann, die da standardisiert werden. Und hier haben wir nochmal einen, der einfach eingebaut ist. Also hier diesen grauen Knopf reindrücken und da kann man das rausziehen. Kann man es noch weiter rausziehen? Genau, man kann es noch ein bisschen weiter rausziehen. Das ist das Maximum. Der hat auch nicht ganz so viel Widerstand wie zum Beispiel die Anbaubahn. Man möchte meinen, dass der eingebaut ist, noch besser funktioniert an der Stelle. Aber ja, der hat nicht ganz so viel Widerstand, möchte ich dazu sagen. Also man sollte hier vielleicht nicht mit Holla die Waldfee rangehen und dann irgendwie erwarten, dass er es aushält, den ganzen Widerstand. Aber ist ja auch keiner mit so Pumpgriff, wo man die ganze Zeit stark gegendrückt, sondern ein automatischer. Vielleicht wird es dann weniger zum Problem, aber trotzdem schade. Trotzdem schön, dass einer eingebaut ist.
So, einmal hier reinbauen und dann zumachen und dann können wir gleich loslegen. Was ich übrigens sehr cool finde, ist, dass wirklich von diesem Motor nur das Feuern betrieben wird vom Blaster. Nicht noch irgendwie das Wechseln der Trommeln. Das ist rein mechanisch. Das macht man hier unten mit dem Griff. Das kann ich auch ohne Batterien selbst machen. Und das ist einfach vom Vorteil, dass man ja nicht irgendwie noch Akkuleistung für irgendwas anderes benutzt, was nicht notwendig ist. Ich will ja nur, dass er eine gute Leistung hat. Den Rest kann man noch mechanisch von sich selbst aus eigener Kraft erledigen. Das gefällt mir schon recht gut. Nicht, dass man sowas hat wie zum Beispiel bei der Infinus, die noch automatisch dieses die Nachladefunktion hatte. Und die hat dann auch irgendwie noch Akkuleistung gebraucht. Und das war dann immer so ein bisschen nervig, dass man keine allzu große Leistung hatte, wo es der Blaster langsam geschossen hatte. Und hier ist es so, 100% vom Fokus gehen vorne rein in die Flywheels, damit er aber ordentlich abgeht. Ich kenne ja schon mal ein bisschen ausprobieren. Es ist leider kein vollautomatischer Blaster, sondern halbautomatisch. Man muss jedes Mal abdrücken, wenn man einen Pfeil abfeuern möchte. Aber funktionieren tut sie erstmal trotzdem. Das ist natürlich auch eine Idee. Die haben euch nicht nur eine Menge Munition gegeben, die sorgen auch dafür, dass ihr die Munition gar nicht so automatisch richtig schnell abfeuern könnt. So irgendwie 5 Pfeile die Sekunde, wie das bei manchen Blastern möglich ist. Sondern ihr müsst das alles selbst machen. Das ist eure harte Arbeit. Und deswegen nimmt man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit beim Feuern. Und dann wechselt man hier einfach mal so durch. Also man muss den Abzug schon wirklich ganz durchdrücken, habe ich gerade festgestellt, weil sonst kann er irgendwie noch im Pfeil übrig bleiben in der Trommel und das ist dann nicht ganz so verlässlich. Aber wenn man wirklich, es ist so ein bisschen wie die Barricade oder die Stockade. Zwei recht alte Blaster tatsächlich. Selbst die Stockade, die ja eigentlich so die neuere Elite-Version ist, ist ja auch schon ganz schön alt inzwischen. Und da muss man ganz schön weit durchdrücken, damit auch wirklich die Trommel gedreht wird und es abgefeuert wird. Und das ist hauptsächlich eine Gewöhnungssache. Wenn man die ganze Zeit durchdrücken muss, wird der Finger vielleicht schon ein kleines bisschen müde. Also zum super Schnellfeuern nicht unbedingt geeignet, aber mal zum gezielten Bam, 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 Bam ordentlich. Und dabei verlässt jedoch nicht wirklich die Leistung. Der sollte trotzdem eine gute Reichweite beibehalten, auch wenn man schneller schießen sollte. Denn wir haben ja 2 mehr Batterien drin. Wir haben mehr Dampf auf dem Kessel. Wir haben mehr Saft auf dem Motor. Und das heißt, dass hier vorne der Motor nicht irgendwie total langsam wird, wenn man irgendwie 6 Pfeile schnell hintereinander gefeuert hat, wie es aber bei manchen anderen Blastern so der Fall war, weil nur 4 AA-Batterien drin waren. Wenn das jetzt der neue Standard wird, jawohl, haue ich 2 Batterien mehr rein und kann dafür schnell Feuer machen, ohne dass der Motor irgendwie zum Stillstand kommt und man nur 10 Meter weit schießt. Und wie weit man damit schießen kann, werden wir jetzt auch nochmal klären. Das ist nicht nur ein gut gemachter Themenwechsel, sondern ein gut gemachter Szenenwechsel. Wie bei Spaceballs. Das ist eine Anspielung. Ja, so ein bisschen. Fangen wir erstmal damit an, ne? So eine kleine Überleitung tut ja nicht weh. Also hier, ich werde mal erstmal ganz normal gerade ausschießen und dann nochmal angewinkelt. Wir haben ja 2 verschiedene Trommeln gefüllt, aber groß möchte ich nichts anfangen. Wir brauchen da keine Wissenschaft draus machen. Geht ja nur ein bisschen ums Rumfeuern. Und jetzt angewinkelt. Ne? Da habe ich nicht ganz durchgedrückt. So. Nur, dass wir hier ungefähr die Felder haben, wo es so liegt im Umkreis. Hier haben wir zum Beispiel einen, der ist halt sehr viel weiter vorne als der Rest. Der ist hier irgendwie gelandet bei 10 Metern. Dann geht es hier weiter mit mehr so 12 Metern. Aber hier ist dann wohl das meiste. Wir können, glaube ich, das hier schon fast überspringen. Das sind hier so ungefähr 14 Meter, aber bei fast 15 Metern liegt hier das meiste. Dann haben wir hier nochmal so ein Dreierfeld ungefähr. Bei 16 Metern. Das sind also erstmal geradeaus. Der wichtigere Teil wird dann wohl hier angewinkelt sein. Da haben wir hier so ungefähr 2 liegen. Ich nehme die beiden mal mit. Ich werde jetzt nicht 15 mal laufen für 15 verschiedene Pfeile. Aber 21 Metern fängt das also ungefähr an. Hier haben wir nochmal 3 Stück, die alle auf einer Höhe ungefähr liegen. Bei 22,50 Meter. Und ich glaube, wir halten uns mal hier so an diese 3. Das scheinen vorerst mal am Feld zu sein bei 25,30 Meter. Und jetzt suchen wir mal nach dem weitesten. Hier ist einer, der ist aber ein bisschen abgedriftet.
Das scheint erstmal der zu sein, der es am weitesten geschafft hat, bei 27 Metern. Ja, also erstmal eine gute Reichweite. Die 25 Meter hat er auf jeden Fall noch erreicht. Das ist jetzt nicht das Problem gewesen, bis zu 27 Meter ist er noch gekommen. Aber von der Spektrum hatte ich noch so gesehen, ja, der hatte auch noch vielleicht ein bisschen mehr Saft drauf. Da ging vielleicht noch ein bisschen mehr als mit dem Blaster speziell. Aber trotzdem noch, obwohl jetzt zwei extra Batterien mit drin sind, war das jetzt nicht die größte Reichweite, die ich hätte erwarten können. Aber trotzdem noch mindestens so gut wie Elite Blaster und sogar noch ein kleines Stückchen mehr an einigen Stellen. Also kann ich mich an der Stelle nicht wirklich beschweren. Was soll's, sind halt zwei extra Batterien mit drin. Wichtig ist halt immer die Munitionskapazität. Also hier 15 Pfeiler in jeder Trommel, drei Trommeln, 45 Pfeile insgesamt. Man muss halt ab und zu mal hier wechseln. Ob einem das gefällt, weiß ich nicht. Ich persönlich finde das Feature dann doch schon ganz schön cool, statt hier eine riesige, massive Trommel zu haben. Ist schon eine nette Idee. Und für 40 Euro, also die Savage Spin hier, finde ich, ist schon erstmal ein ordentlicher Preis. Man kriegt also wirklich einen ordentlichen automatischen Blaster mit sehr viel Munition. Man kann zwar nicht vollautomatisch schießen, aber das können eher weniger von diesen automatischen Blastern. Und das Handling, finde ich, lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, weil das hier nimmt halt besonders unten, weil es eine Dreiecksform hat, so viel Platz weg, dass ich hier vorne nicht greifen kann. Und hier greifen ist halt noch nicht so das einzig Wahre und hier die Schulterstütze ist nicht so besonders lang und hält nicht allzu viel aus. Also dementsprechend nicht voll Sterne, aber 3 von 5 erstmal nicht schlecht. Man kann nicht meckern. Jawohl, und dann glaube ich, sehen wir uns nächste Woche nochmal, meine Kerle. Also wie gesagt, erstmal Link dazu noch in der Videobeschreibung und nochmal herzlichen Dank an Forum Focus, dass sie mir das zugeschickt haben. Und ich hoffe, ich habe auch schon erwähnt, für 40 Euro kann man sich den dort dann kaufen, falls ihr wollt. Guckt auf jeden Fall gerne mal vorbei. Und dann auch, wie gesagt, ja, nächste Woche Sonntag beim nächsten Blaster. Bis dahin allerdings, macht's wie ich, beiß euch durch. Euer Mensch Bieber. Ciao.